Geistete. Heute erkläre ich euch das Endspiel und genauer gesagt die Bedeutung des Königs. In dem ersten Teil schauen wir einfach das Bauernendspiel an. Und zwar spricht man von einem Bauernendspiel, wenn nur noch König und Bauern auf dem Feld sind. Hier haben wir ein klassisches Beispiel. Also die Bauern sind blockiert. Die Könige sind in der Opposition. Opposition bedeutet, wenn die Könige direkt nebeneinander stehen, also gegenüber, weil sie dürfen nicht direkt nebeneinander stehen. Also diese drei Felder sind tabu. Jetzt hier, wenn wir probieren wollen zu gewinnen, ist unsere Idee, mit dem König den Bauer zu gewinnen. Dann eine Dame zu machen und dann König und Dame gegen König. Und jetzt versuchen wir das mal. König geht nach links. Schwarz macht das gleiche. Weiß wieder. Und schwarz wieder. Und jetzt sehen wir, dass der weiße König nicht zum Bauern kommt. Das heißt, wir müssen mit dem König wieder zurück. König kommt wieder zurück, jetzt probieren wir wieder dorthin zu gehen. Und genau, und dann ist die einmalige Zugswiederholung bedeutet Remis. Genau. Das heißt, wenn man die Opposition vorhanden ist, muss man immer schauen, wer ist am Zug. Hier ein wenig weniger kritisch wegen diesen Bauern. Aber im Allgemeinen entscheidet das auch häufig über Sieg und Niederlage. Das war schon das Einstiegsbeispiel. Und jetzt gehen wir ein Beispiel weiter. Hier sehen wir, Weiß hat einen Bauern mehr. Das heißt, das Ziel ist wieder klar, eine Dame zu machen und dann Schachmatt zu setzen. Das Problem ist, es ist nicht ganz so einfach, weil der Bauer vor dem König ist. Also, wir sagen mal, Weiß ist am Zug. Jetzt, Schwarz ist beschränkt, also er kann nicht auf diese Felder. Das heißt, er muss sich diese Felder aussuchen. Dieses Feld ist ganz schwach, weil dann kann der König immer den Bauer unterstützen. Also, König, hier wieder abgeschnitten, das heißt der König. Und jetzt sind diese drei Felder tabu für diesen König. Das heißt, man kann einfach hier eine Dame machen, egal was er spielt. Genau. Deswegen kann Schwarz sich zurückziehen. Wir rücken mit dem König nach. König E7. Machen wir einen Bauervorstoß. Und jetzt kommt genau das zum Zuge, was ich gemeint habe. Also, wenn der König hier hingeht, hat Weiß die Opposition. Das bedeutet, die Könige sind wieder in der Gegenüberstellung. Aber hier ist wichtig, hier ist Schwarz am Zug. Das heißt, Schwarz muss entweder hierhin oder hierhin ausweichen. Wenn er hierhin ausweicht, sind diese beiden Felder blockiert. Das heißt, wir bekommen eine Dame. Wenn er diesen Zug spielt, spielen wir den. Er hat nur noch eine Möglichkeit, also König F7. König und jetzt können wir dann einfach eine Dame machen im nächsten Zug. Deswegen ist König hierhin schlecht und König hier hält Remis. Warum? Wir spielen König D6, König D8. Jetzt haben wir wieder die Opposition. Mit dem großen Unterschied, dass Weiß am Zug ist. Also
Wenn Schwarz am Zug wäre, hätten wir wieder das Gleiche. Er gewinnt einfach. Jetzt, da Weiß am Zug ist, ist das Problem, wenn wir E7 spielen, dann das, dann ist Patt, weil der schwarze König kann keinen legalen Zug mehr machen. Wenn wir nicht den spielen, also einen dieser Züge, dann schlägt der König den Bauern und dann ist es Remis, weil Königin König kann man nicht gewinnen. Deswegen ist es immer wichtig, dass ihr, wenn ihr angreift, immer das Prinzip versucht zu verstehen. Also man kann noch ein bisschen probieren, also zum Beispiel König hierhin und jetzt hier das gleiche. Welcher Zug muss Schwarz spielen zum Remis halten? Es ist König E8. Weil dann haben wir das gleiche Prozedere und das hält Remis. Also wenn ihr Angreifer seid, müsst ihr schauen. Kurz suchen. Die andere Variante. Wenn ihr Angreifer seid, müsst ihr schauen, dass in dieser Position der Verteidiger, also jetzt in dem Fall schwarzen Zug ist. Wenn ihr der Verteidiger seid, müsst ihr unbedingt darauf achten, dass der Angreifer, in diesem Falle weiß, am Zug ist. Das war Beispiel Nummer 2. Dann kommen wir zu einem weiteren Beispiel. Und zwar, wenn der König vor dem Bauer ist. Und zwar kommt das auf das Gleiche heraus? Gibt ein paar Ausnahmen, aber das ist ein bisschen fortgeschritten dann. Sagen wir, Weiß beginnt, König D4. Suchen wir wieder die Opposition. Dann, wenn wir zurückgehen, zurück, also passiert nichts. Wenn wir den Bauern vorschieben, kommt wieder König zurück. Und jetzt haben wir das gleiche wie vorhin. Also, ihr müsst zurück, hierhin dürft ihr nicht. König, Bauer. Und jetzt könnt ihr das Video wieder kurz pausieren, wenn ihr es für euch üben möchtet. Welcher Zug hält Remis? Es ist wieder König E8. Genau, E7. Und Patt. Genau. Das war jetzt das Beispiel, wenn wir hier am Zug sind mit Weiß. Ich baue das Beispiel jetzt ein wenig um. Nicht verwirrt sein. Genau, also wenn ihr jetzt schaut, Entschuldigung, das ist genau die gleiche Stellung. Mit dem Unterschied, jetzt ist Schwarz im Zug. Wieder Opposition. Und jetzt muss Schwarz ziehen. Das heißt, der geht hierhin zum Beispiel. Jetzt könnt ihr schon nachrücken. Wenn er jetzt den spielt, habt ihr mit Weiß wieder die Opposition. Das bedeutet, Schwarz muss hier wieder ziehen. Beispielsweise hier. Wenn er hier hingeht, das gleiche. Und dann, genau, König. Und jetzt könnt ihr langsam mit dem Bauern vorrücken. Er geht zurück. Immer noch die Opposition. Jetzt muss sich Schwarz bewegen. Und dann haben wir wieder diese Situation, weil der König deckt alle diese Felder. Das heißt, der Bauer kann schön mit Begleitschutz zu einer Dame werden. Wenn Schwarz jetzt etwas anderes probiert, also hier zum Beispiel, wenn er versucht, hier den Bauern zu holen, können wir einfach den spielen. Dann
deckt der König wieder diese drei Felder und der Bauer dieses Feld. Das heißt, er muss wieder zurück. Und jetzt haben wir die Opposition nicht gegen oben, sondern gegen die Seite. Das heißt, kommt König. Das, dann das, jetzt König E8. Und jetzt hier wieder schauen, dass Schwarz im Zug ist. Und das gleiche Prozedere. Also ihr seht, wenn ihr das Grundprinzip verstanden habt, dann klappt es auch mit ein wenig komplexeren Beispielen. Ja, und das war es auch schon mit der ersten Lektion über Bauernendspiele. Ich hoffe, ihr konntet wieder etwas lernen und falls ihr selbst mal in dieser Position seid, dass ihr das dann auch gewinnen könnt oder dass ihr das Remis noch halten könnt. In diesem Sinne, alles Gute, bleibt gesund und bis bald.